Unsere Buchstabenkerzen werden auch immer mehr. Heute kommt der Buchstabe B an die Reihe. B steht nicht nur für die braven Kinder, sondern wir werden es dann gleich hören, heute für Bethlehem. Sage, wo ist Bethlehem? Bethlehem, was gibt's da schon zu sehen? Was kann da Großes geschehen? Ein Nest am Ende der Welt mit Haus und Stall und Feld und ein paar Hirten im Tagelohn, wer fragt danach schon? Ja, hättet ihr Rom genannt, die Stadt, die einen großmächtigen Kaiser hat und prächtige Häuser und Paläste, Minister, Soldaten und berühmte Gäste. Und reiche Leute und feine Leute, die auf stolzen Rössern reiten. Ich hätte mich gewiss nicht gescheut, euch dorthin zu begleiten. Doch Bethlehem, was ist mit dem? In Bethlehem verborgen und verkannt, der Engel Gottes auf dem Acker stand. In Bethlehem, nicht weit vom End der Welt, hat Gott im engen Stall sein Haus bestellt. In Bethlehem will Gott zu Gaste sein, denn das Geringe ist ihm nicht so klein. Wie? Meint ihr so? Im Stall bei Heu und Haberstroh, womöglich noch bei Esel und Rind, lässt Gott sich finden als ein Kind? Gott will nicht Kaiser noch König sein, bei Armen und Schwachen kehrt er ein. Na und? Bei solchen drüben Licht, womöglich findet ihn man da nicht, sind wenigstens die Leute in Haufen, herbei zu seinem Stall gelaufen. Die Hirten auf dem weiten Feld, zu denen hat sich Gott gestellt. Wo dunkel ist und wo Gefahr, zu denen tritt der Engelschar. Wer krank ist oder ist verzagt, zu denen ist das Wort gesagt. Was für ein Wort, wenn ich fragen darf, ich hoffe ein Wort wie ein Meister so scharf. Das Wort, das Gott zu uns Menschen spricht, das Wort, das heißt, fürchtet euch nicht. Das Wort, das alle Kriege entschied, das Wort, das heißt, auf Erden Fried. So, liebe Kinder, liebe Erwachsene, Mitchristen, die Bethlehem-Kerze brennt. Wir machen eine kleine Reise, einen Ausflug nach Bethlehem gemeinsam. Der Bus ist schon da, schauen wir an. Bus steht nicht drauf Böllau oder Flattendorf oder Neudau, sondern es geht nach Bethlehem. Fahren wir los mit dem Autobus und kommen in die Stadt. Da kommen wir zur Ortstafel Bethlehem und bleiben ein wenig stehen. Ja, woher kommt denn der Name? Was bedeutet der Name Bethlehem? Die Sprachwissenschaftler haben es festgestellt. Bethlehem heißt Haus des Brotes, auch Haus des Fleisches, aber vor allem Haus des Brotes. Das heißt, Brot brauchen wir alle zum Essen. Man könnte meinen, dass das, was in Bethlehem geschehen ist, Brot für die Menschen ist. Wie der Mensch Brot braucht für sein Leben, ein Grundnahrungsmittel, sagen wir dazu, braucht er auch Brot für sein Herz und für die Seele. Das ist in Bethlehem geschehen. Fahren wir weiter mit dem Bus und wir kommen zum Krippenplatz. Stadtbild Bethlehem. Wir haben
die Bibelstelle dazu gehört. Schon der alte Prophet hat gesagt, du Bethlehem, bist du auch eine kleine Stadt, aber du bist ganz wichtig. Denn aus dieser Stadt soll Jesus hervorgehen, ein Fürst, der Hirte seines Volkes. Er wird die Menschen erlösen. Und so haben die Menschen dann an dieser Stelle, wo Jesus zur Welt gekommen ist, wir sehen es beim nächsten Bild, einen Stern gestaltet, wunderbar. An dieser Stelle, wo der Stern ist, ist Jesus geboren. Normalerweise wissen wir, sind die Sterne hoch oben am Himmel. Aber hier ist er auf der Erde, weil der Himmel zur Erde gekommen ist, weil Gott Mensch geworden ist. Der Stern zeigt an, das ist der Ort in Bethlehem, wo Himmel und Erde sich berühren. Und vom Stern gehen die Strahlen aus in jede Richtung. 2,2 Milliarden Menschen auf dieser Erde, 2,2 Milliarden Menschen, Christen, freuen sich über diesen Platz, über diesen Stern, dass Jesus gekommen ist. Und die Weihrauchgefäße sind Zeichen für Gebet. Das heißt, wo Gott zu uns kommt auf die Erde, steigt der Weihrauch als unsere Antwort, unser Dank und Lobpreis Richtung Himmel. Aber jetzt fahren wir weiter mit unserem Bus. Und siehe da, mitten in Bethlehem haben die Menschen eine Mauer aufgestellt. Wir wissen das vom Fernsehen, da gibt es immer Kämpfe, die Palästinenser und die Israelis. Und so musste eine Mauer aufgestellt werden aus Angst. Wir können nicht miteinander reden. Wir haben Angst voreinander und können nicht leben miteinander. Und darum gibt es die Mauer. Aber nicht nur in Bethlehem gibt es die Mauer. Auch manchmal bei uns in der Familie, wenn man streitet, in der Schulklasse, wo auch immer, am Arbeitsplatz, in der Politik, in der Gesellschaft, gibt es mittendurch viele kleine und große Mauern des Unfriedens. Aber die Menschen, die haben Sehnsucht, dass es wieder Frieden wird. Und so haben sie allerhand hinaufgezeichnet, Graffiti. So ein Bild habe ich mitgebracht. Bei manchen steht Frieden drauf oder wir wollen wieder miteinander spielen. Aber hier, diese Hand hat mir so gut gefallen, die Hand Gottes. Die fünf Finger der einen Hand hat da jemand auf die Mauer von Bethlehem gezeichnet. Das Herz in der Hand, die Hand Gottes. Und die fünf Finger, die fünf Religionen, die Weltreligionen, Islam, Buddhismus, Hinduismus, Christentum und Judentum. Und wollte damit sagen, wir haben doch alle den einen Gott im Himmel. Warum streiten wir? Warum führen wir Kriege? Wir gehören doch zusammen, sind eine Familie. Das drückt diese Hand aus auf der Mauer, die uns trennt. Und wir fahren weiter mit dem Bus und kommen zum Eingang der Geburtskirche. Spannend ist, das ist ein kleiner Eingang. Ich meine, die Kinder, die mögen locker hinein. Aber die großen Leute, das sehen wir am nächsten Bild, die müssen sich bücken, sonst schlagen sie sich die Birnen an. Ja. Ui. Ja. Sonst stößen sie sich beim Kopferl an. Ja. Man muss sich bücken. Man muss klein werden, um hineinzukommen zum Platz Jesu. Schauen wir noch einmal diesen Eingang an. Ja, wer sich klein machen kann, demütig sein kann, Bescheidenheit leben kann, der kommt hinein. In unserer Zeit muss immer jeder der Beste sein, der Coolste sein, top, ganz oben. In den Wirtschaftszahlen muss immer mehr und mehr und mehr werden, überall. Aber vielleicht braucht unsere Welt, unsere Erde, die Menschheit eine neue Bescheidenheit. Weniger kann mehr sein. Auch das möchte dieses Bild, dieser Eingang in die Geburtsgrotte uns sagen. Und so kommen wir zum letzten Bild auf unserer Reise nach Bethlehem. Wir wissen in der heiligen Nacht, die Hirten am Feld mit den Schafen. Und der Engel hat dann gesagt, Jesus ist geboren in Bethlehem. Und da haben die Hirten gesagt, oh, was geht das mir an? Und weiter geschlafen, weiter
auf die Schafchen, ein Schäfchen ein bisschen aufgepasst. Nein, die Hirten haben gesagt, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Das ist ein Wunsch für uns alle. In dunkler, finsterer Nacht, und die kommt für jeden Menschen, die Enttäuschung, die Einsamkeit, die Sorgen, die Krankheit. Da wünsche ich uns diese Freude, dass jemand sagt, ein Engel vielleicht zu dir, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir gehen dorthin, wo der Himmel die Erde berührt, dem Licht entgegen. Das wünsche ich uns noch, auch in den letzten Tagen vor Weihnachten, auch wenn noch so viel zu tun ist, allerhand, was wichtig ist. Vergessen wir nicht, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Amen. Und lauf auf.